So Leute, willkommen zurück zu 4. Warum ich jetzt einen Schnellspeicher setze, weil ich das beim letzten Mal nicht getan habe. Ich weiß, da war gerade ein Checkpoint. Mir ist es eingefallen. Ist mir egal. What the fuck was this? Der hat da Bomben hingelegt. Ah! Na, jetzt verstehe ich. Ja, stimmt, da blinkt's ja auch. Ich habe schon ganz übersehen, die Dinger. Also manchmal bin ich echt... Replika-Soldaten? Nein. Immer noch nicht. Wo seid ihr nur? Ich vermisse euch. Motte. Motte? Freddyback hängt aber irgendwie sehr. Komisch. Kann ich doch garantiert wieder aufschießen. Yay. Und wieder durch irgendwelche Kanal- oder Lüftungsschächte klettern wir hier. Aber das kennt man ja mittlerweile. Ich bin nicht blind, meine Freunde. Jedenfalls nicht mehr. Taschenlampe! Taschenlampe! Warum denn gehen die alle auf eine Taschenlampe? Das haben wir. 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 Schön. Schön blöd. Schon über 50 Folgen mittlerweile. Ich hab. Geil. Mit zwei Schlägen geht so ein Schloss auf. Das ist Qualität, Leute. Und wir gehen im Kreis. Was habe ich denn eigentlich gerade abgedreht? Wahrscheinlich ist Gas. Na 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 na. Klettern, das macht Spaß. Was war da schon? Da war schon wieder. Achso, das war die Hand zum richtigen Leiterklettern. Nothing. Warum? Ich frage mich gerade, warum sind die Leute eigentlich hier auch in den Schächten unterwegs? Wissen die mittlerweile, dass ich so ein richtiger Schachkriecher bin? Muss ich jetzt da runter? Ja, bloß keinen Fehler machen jetzt. Das war schon der 9. Intervall, der erste Teil, okay. Situation. Der 4-Frontmann hat den Bereich um den Gewölbeeingang erreicht. ATC-Sicherheitskräfte leisten Widerstand. Norton Mapes vernichtet Beweise für die Aktivitäten von Amacham in der Anlage. Harlan Wade befindet sich irgendwo in der Anlage, allerdings ist nicht bekannt, wo genau er sich derzeit aufhält. Alice Wade wurde nicht gefunden. Mit anderen Worten, es ist alles für den Arsch. Mission. Das primäre Ziel ist immer noch, Harlan und Alice Wade in Sicherheit zu bringen und Paxton Fatto zu eliminieren. Es sollte des Weiteren Anstrengungen unternommen werden, belastende Beweismittel für die Vergehen von ATT zu schaffen. Okay. Sollten wir machen. Wenn das schon gesagt wird, ne? Ich will darüber. Cool, es bringt nichts. Yay. Wenigstens ist das hier nicht so wie in 4-2, wo irgendwelche dreckigen Viecher durch Lüftungsschächte klettern. Da habe ich noch schlechte Erinnerungen mit. Ich mache hier nur meinen Job. Und ich tue, was getan werden muss. Ja! Ja! Also. Der lebt aber noch, ne? Mapes, 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 Mapes. So ein Drecksack. So, ich hätte mir das auch hier angucken können. Egal. Okay, wollen wir doch mal zu Mapes und gucken, was der da so macht. Lass uns die Sicherheitskräfte jetzt erstmal in Ruhe, das wäre voll toll. Weil ich mag die nicht so gern. Hab ihn vielleicht mittlerweile schon gemerkt, wenn ich so ein bisschen über die rede. Ah, da ist er ja. Sicherheitsspeicher, das wollte ich machen. Hallo, mein Dicker.
Der Pisser. Er hat sie ausgesperrt. Jetzt müssen wir Strom zu der Tür umleiten. Hallo, Wade ist im Gewölbe und hat es abgeriegelt, indem er den Strom von den Türen weggeleitet hat. Norton Mapes durch einen Schuss von Wade schwer verletzt worden. Mission. Der 4-1-Agent muss den Gewölbe Strom... Bla. Er muss wieder führen. Ach, das war Wade's. Jetzt blicke ich durch. Ich würde mir gerne was ausprobieren. Okay, egal. Das war, Rache oder so. Gut, dem kann ich scheinbar nichts antun. Wait. Ein Wortspiel. Das hier bringt mir nichts. Denn hier ist nichts. Gut, dann gehen wir weiter. Also wir sollen für unseren dicken, hässlichen Freund hier wieder Strom anschalten. Damit er wieder mal fliehen kann. Aber diesmal kann er nicht fliehen, denn er ist schwer verletzt. Also nehme ich mir jetzt jedenfalls mal an, dass er nicht fliehen kann. Wo kann ich denn hier Strom anmachen? Was ist das denn jetzt hier für... Ach, das sind Replikas. Glaube ich, jedenfalls. Let's try. Oh no. Okay, der hat eine Granate geworfen, die aber irgendwie nicht explodiert. Was sind das für welche? Okay, keine Ahnung. Sagt mir gerade überhaupt nichts. Der hat einen Raketenwerfer schon wieder, der Typ. Oder eher gesagt, seine Replika-Dingenswaffe da. Dann nehmen wir doch mal unsere Superwaffe, würde ich sagen. Ahaha! Verdammt! Das ist wieder so eine, ne? Ich nehme jetzt die neue Waffe hier mit. Die andere hat zu wenig Schuss. Und ich habe vor allen Dingen wieder scheiß wenig Medipacks. Nur noch 3. 3, das ist nicht viel. Und die Typen werden immer stärker und ich werde immer unvorsichtiger. Alles perfekt. Ich bin nur garantiert wieder welche. Oder auch nicht. Ah. Wir haben Strom angemacht. Yay. Was macht er jetzt? Das war's jetzt schon. Ich gehe mal auf die andere Seite und gucke, ob wir da auch noch irgendwas haben, was wir aktivieren können. Aber sonst können wir hier wieder zurück zu unserem Freund. Freund, in Anführungsstrichen, ne? Ja, hier haben wir noch was dafür. Okay. Stehe. Und das heißt jetzt, wir haben wieder Strom, oder wie? Von da nach da. Und von da nach da. Epische Musik beim Strom anmachen. Ich möchte auch gerne so eine Musik haben, wenn ich morgens den Lichtschalter in meinem Zimmer anmache, bevor ich aufstehe. So. Geil. Und hier ist hier das Tor aufgegangen. Na, saubere Arbeit. Checkpoint wurde gespeichert. Was ist das? Ach, eine Glühlampe. Ah. Okay. Na, meine Freunde, seid ihr schon wach? Oder seid ihr noch wach? Wo können wir jetzt lang? Ahaha, ich bin ja wieder mal der Vorsichtsmeister, der einfach irgendwelche Einheiten überrennt. Wow, ich mache aber dickes Bums. Waren hier noch Leute? Ey, die Waffe ist aber irgendwie doch gar nicht mal so schlecht. Also, gut, dass sie schlecht war, habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich meinen Partikelwerfer lieber habe. Aber mit der Waffe lässt sich doch ordentlich leben. Was haben wir da? Penetrator. Wie die alle Penetrator haben. Ja. Und Medikat. Cat. Medikatze.
Hallo, Medikatze. Alles klar? Komm ich da nicht irgendwie hin? Komm ich da nicht irgendwie hin? Ich bin zu doof. Zu groß. Ich stoße mir den Kopf. So, ich hätte einfach hier hängen können. Na egal. Auf die Rohre. Komm schon. Das packst du. Ich erkenne überhaupt nichts, wenn ich hier Strom anmache. Ein Laptop. Der auf dem Boden steht. Bevor wir uns das anhören, machen wir aber hier mal Pause, Leute. Das war viel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.